Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Heute ist mal wieder ein wunderschöner Tag. Die Sonne scheint, uns geht's gut. Es soll heute mal darum gehen, welche Farbe kriegt der R32? Ich habe es jetzt bewusst so gezeigt, weil man nämlich schon sieht, was er für eine Farbe bekommt. Und heute wollen wir mal besprechen, wie er aussehen könnte, wie er aussehen wird. Und dass ich es tatsächlich geschafft habe, ein paar Teile selber zu verlieren. Ist natürlich noch lange nicht zu Ende. Einiges muss noch verliert werden. Also insgesamt sind 3 Teile verliert. Ist jetzt nicht viel. Aber heute lüften wir auf jeden Fall das Geheimnis, welche Farbe bekommt der R32. Und eventuell poste ich nachher ein Bild von dem Design, was draufkommt. Ist ein sehr dezentes Design. Genau, und dann würde ich aber jetzt sagen, kommen wir gleich mal. Ja, der Porn wird euch zeigen, was das für eine Farbe ist. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memory's bad, remember me though? My memory's gone, my memory, it limits me home. No tree huggers, cause all the lumber's gone. Niggas knocking on wood, pass through the hood when it's good. And they chopping up wood, breaking up stems till in my brim. With a limp like a pimp, though I'm shaped like a wimp. They put no fear in him, it's just me and the end of my time. Flow like a fine wine, smelling like fine pine. Yeah. Folie wird schwarz, habt ihr gesehen, im Carbon. Ja, bis jetzt habe ich es nur geschafft, die Motorhaube zu folieren und den Kotflügel und den Tankdeckel. Wichtige Sache. Auf jeden Fall wird er schwarz und es werden ein paar Akzente fürs Design drauf kommen. Aber das verrate ich noch nicht. So, aber jetzt mal zu einem wichtigen Thema. Und zwar habe ich nämlich was bekommen. Und es ist aber so, bevor ich das jetzt sage, es ist nicht so, dass die Firma mich angeschrieben hat und sie gesagt hat, kannst du nicht mal dafür Werbung machen? Und ich habe gesagt, ich brauche so ein Ding. Und zwar geht es nämlich um den, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, Startjahr 8QI. Das Ganze sieht so aus. Und ich habe gestern schon mal im Livestream drüber geredet. Ich finde, es eine super geile Sache. Der Hersteller kommt ursprünglich aus Amerika, aus L.A., ist da schon seit 20 Jahren tätig, ist jetzt seit Ende 2019 in Deutschland tätig und will jetzt hier ein bisschen Gas geben mit Sachen, die ich echt gut finde. Also ich habe mal so auf den Shop geschaut, auch was die in Amerika vertreiben, habe mir das so angeschaut und da sind schon echt qualitativ geile Sachen dabei. Wir werden es gleich sehen, wenn wir es auspacken. Auf jeden Fall, die Jungs haben auch, also das Entwicklungsteam und so sitzt in Kalifornien, also die ganzen Amerikaner, die lassen sich ja halt sowieso was einfallen. Und die Jungs haben auch über 100 Patente über Sachen, die sie halt so rausgebracht haben und hier und da. Eine super geile Geschichte. Die Jungs sind übrigens Marktführer in USA, also in Amerika. Die Firma heißt Type S, also das Produkt heißt Type S. Nochmal hier Startjahr 8, steht für 8000 mAh Akku. QI, glaube ich, steht für induktives Laden und sowas. Also du kannst damit auch dein Telefon induktiv laden. Bevor jetzt die Leute sich denken, ja, was will ich damit? Abwarten. Ist wirklich geil. Finde ich auch super. Ich habe das Ding natürlich schon offen gehabt, deswegen ist die Verpackung auch nicht mehr so, wie ich sie bekommen habe. Weil ich nämlich gucken wollte. Ich war neugierig. Und zwar trifft sich das wirklich ganz gut, weil der R32 hat eine defekte Batterie. Das heißt, ich muss ihm immer Starthilfe geben. Das heißt, ich nehme ihm eine Batterie oder ich fahre ein anderes Auto dahin und schließe ihn an und muss ihn dann starten. Jetzt ist das Ganze etwas leichter geworden. Also wie gesagt, ich habe die angeschrieben und gesagt, ich brauche das Ding. Sieht so aus. Nur kurz zum Vergleich. Also ich habe das Ding schon ein bisschen länger. Nur kurz zum Vergleich. Wir halten jetzt mal meinen S20 Ultra daneben. Ja, größentechnisch. Passt in die Tasche, ne? Jetzt pass auf, erstes Feature, ne? So, erstmal den hier. Da ist eine Taschenlampe mit drin. Die kann sogar SOS machen. Finde ich eine coole so. Also wirklich, weil die Taschenlampe ist halt auch echt nicht schlecht. Ist aber nur so eine Kleinigkeit, ne, was er kann. Ich muss ihn anmachen. Wir sind jetzt hier, ich habe das Ding natürlich schon voll geladen. Induktives Laden deines Telefons. Ich habe es mit Philipp ausprobiert. Jedes Telefon, was wir hier haben, funktioniert. Ja, finde ich echt geil, weil ich zu Hause habe ich auch nur induktive Ladestationen, weil ich nicht drauf stehe, das Kabel immer zu suchen, anzustecken und so. Deswegen habe ich zu Hause auch induktives Laden. Des Weiteren ist dieses Teil natürlich echt nützlich dafür, weil ich habe immer Kamera-Equipment und den Kamera-Akku. Unterwegs zu laden ist damit natürlich eine super Geschichte. Genau, es fungiert praktisch als Powerbank. Wir haben hier verschiedene USB-Anschlüsse, auch natürlich den großen Anschluss, dann hier für Telefon und wir haben natürlich auch zum Laden. Wir werden auch gleich den Preis sagen und dann wird es euch umhauen.
wisst ihr Bescheid. Ich habe auch ein bisschen mehr geschätzt. Und das sind die Kabel für Start. Wir werden jetzt mal ganz kurz, ich habe gestern im Stream darüber berichtet. Und ich fand es wirklich gut und ich fand es auch super, dass die Firma gesagt hat, viele Grüße gehen raus an den Jakob. Die haben gesagt, ja, pass auf, wir schicken dir so ein Ding einfach. Simpel, wirklich simpel. Und für den Preis, also ich hab zum Jakob auch gesagt, wo ich es in der Hand hatte, habe ich auch gesagt, weil das ist halt eine hochwertige Sache. Das Gehäuse sieht so, ja, so Aluminium gebrushed, ich weiß nicht. Keine Ahnung, es ist echt schwierig zu sagen, aber es ist halt was Hochwertiges. Du hast was in der Hand, was du denkst, okay, das sieht hochwertig aus. Wenn es runterfallen würde, hat man nicht so Angst drum. Also ich habe um mein Telefon mehr Angst, weil das nämlich auch tatsächlich schon gesprungen ist. Es ist hier schon gesprungen, ne? Ist mir einmal aus der Tasche gefallen, zack, und gesprungen. Und bei dem hast du halt einfach das, also bei dem bin ich echt unsicher, ne? Weil ich mir denke, okay, wenn es runterfällt, ist am Arsch. Weil das Glas ist. Und da hast du das Gefühl, wenn es runterfallen würde, was natürlich nicht von Vorteil wäre. Aber das würde funktionieren. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Und zwar kommst du mal her, weil der R32 die Batterie ist nicht. Mal wieder. Guck mal her. Also. Zündung. Ich mach mal Fenster hier hoch. Da geht gar nichts. So. Die Motorhaube ist offen. Und das Geile ist nämlich dann, was ich auch super geil finde, du kannst die Kabel, also der hat einen Verpolungsschutz drin, das heißt, du kannst die Kabel falsch rum auf die Batterie machen und es passiert einfach nichts. Normalerweise würdest du dir hier sämtliche Kabel wegschmelzen. Wo ist das? Jetzt hol mal deinen Fingernagel ein und mach mal das hier weg, die Gummiding. Ich habe keine Fingernägel. Schau her, jawohl, eine Frau zu haben hat sie. Liebe. Wir stecken das jetzt hier rein. Dann machen wir den Haufen auf. Rot. Ich verlinke euch einfach mal, viele von euch werden es nicht brauchen, aber ich verlinke euch einfach mal das Video von Type S zur Bedienung des Starters. Da werden wir hier Plus anstecken. So. Und hier machen wir Minus. Dann schalten wir das Gerät ein. Na? Und jetzt drehen wir das. Abziehen, Gerät weiß, ich bin fertig. Fertig. Ah ja. So, auf jeden Fall das mal dazu. Kabel legen wir wieder in die mitgelieferte. Jetzt will ich euch mal was zeigen. Geht von alleine wieder aus. Sollte das gerade ein Größenvergleich werden, oder was? Das war so ein Ding, entweder schleppst du die Batterie mit und noch Starterkabel, gehst zum Auto, machst ihn an, funktioniert auch nicht immer, weil du nicht weißt, wie viel Akku hat die, oder zu wie viel Prozent ist die geladen. Hier drückst du drauf. Wie oft man damit laden kann. Mhm. Also mit einer Vollladung, wie oft kannst du dann zum Beispiel starten oder so? Ich habe jetzt mitbekommen von, ich sag mal, anderen YouTube-Kollegen, habe ich jetzt mitbekommen, so 5-6 Mal. Kommt drauf an, es steht auf der Verpackung, steht auch getestet, also erfolgreich getestet, bei 5,6 Liter Motoren, das wäre dann so in die Richtung V8 gehen, oder Dieselmotoren bis 2000 Kubik. Das hier ist zum Beispiel 1,9er, das sollte auch noch funktionieren. Das Problem ist natürlich, der Diesel braucht mehr Strom, bis der die Glühkerzen angeschmissen hat und hier und da. Also beim Diesel schwierig, Benziner easy. Ich find's geil. Vielen Dank nochmal, Jakob, an dich. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Projekt. Ja, er wird schwarz, wie ich schon gesagt habe. Ich habe ewig lang nach einer Farbe gesucht und man sieht auch ein bisschen an den Kanten. Also jetzt hier hat sich's irgendwie gelöst. Ich bin hier noch mit dem Föhn und nicht drüber gegangen. Man sieht aber auch an den Kanten, dass ich nicht der beste Folierer bin. Das muss man schon mal sagen. Ich habe schon ungefähr 4 oder 5 Meter gebraucht, bis ich überhaupt eine Fläche glatt hinbekommen habe.
Dann habe ich den Kotflügel zuerst gemacht, der hat dann echt wunderbar hingehauen. Der hat echt wunderbar funktioniert. Der ist komplett poliert, sogar ohne Föhn, den Kotflügel. Und genau, dann die Motorhaube, die hat auch wunderbar funktioniert. Die ist jetzt ein bisschen dreckig, ist aber nicht so kritisch. Und ich würde behaupten, ich werde mich, weil ich habe letztens schon mit dem Gedanken gespielt, dass ich mich filme, während ich foliere. Das Problem ist aber, irgendwie ist diese Nervosität da, wo ich es dann irgendwie nicht geschissen bekomme. Deswegen mache ich das lieber still und heimlich, weil ich habe mir für so einen Kotflügel 2 Stunden gebraucht. Mit Kanten umlegen, allem drum und dran, bis er fertig war, 2 Stunden, ist ziemlich viel, weiß ich. Ich bin aber auch kein Profi-Verlierer. Aber ich versuche das Ganze einfach mal und schaue, wie weit ich damit komme. Ne? Ja, auf jeden Fall, Farbe wird schwarz Glanz. Glänzt natürlich nicht so wie ein Lack, aber bevor ich einen Philipp lackieren lasse, mache ich lieber Folie. Grüße gehen raus. Genau. Dann habt ihr jetzt ein Update bekommen, welche Farbe das ist. Ich kann euch mal ganz kurz die Folie zeigen. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den David. Auch jemand, mit dem ich schon ein bisschen länger zusammenarbeite. Der hat mir die Folie nämlich geschickt, auch zu einem unschlagbaren Preis. Die Qualität kommt so Richtung 3M, Avery, so in die Richtung. Sehr gut, finde ich sehr gut. Die Schwarze hat zum Beispiel noch so eine leichte Schutzfolie drauf. Die musst du zum Folieren halt abmachen. Aber mit dem Föhn kriegst du die ganzen Kratzer vom Rakel raus. Das funktioniert. Genau. Ansonsten Tankdeckel habe ich gemacht. Den Tankdeckel habe ich als allererstes gemacht, weil ich sonst nichts hinbekommen habe. Muss ich echt mal sagen. Der ist aber auch nicht so professionell. Also am Endeffekt ist es so. Aber besser als er vorher war, oder nicht? Ich habe den nur einmal gemacht. Nein, ich meine, als der da vor, der Blau. Ja, das Blaue, das war vorher. Ich habe ja im Video gesagt, er war nicht so professionell foliert. Ist er jetzt auch nicht. Ist er jetzt halt auch nicht. Da muss ich auch treu bleiben. Ist aber wirklich so, also ich versuche das selber zu folieren. Erstens aus finanziellen Gründen. Zweitens einfach, weil ich es einfach gerne mal testen möchte. Ich habe die Möglichkeit, mit der Folie das Ganze zu machen. Und nein, ich habe was für die Folie bezahlt. Das ist jetzt nichts, dass ich dir ein Geschenk bekommen habe. Aber ich habe gesagt, hey, weil er hat eine neue Folie rausgebracht, beziehungsweise fängt jetzt mit Folien an. Da habe ich gesagt, hey, gib mir die, ich will die gerne testen. Habe dann erstmal 3-4 Meter gebraucht, bis ich damit warm geworden bin. Fürchterlich, ich war richtig angepisst. Und dann an einem Tag hat den Kotflügel und die Motorhaube gemacht. Genau, das hier ist die Motorhaube von der Ventofront. Das heißt, hier kommt eine Ventofront dran und dann sieht das Ding hoffentlich schnieke aus. Felgen werden bleiben für dieses Jahr, habe ich mir gedacht. Nächstes Jahr gibt es wieder neue. Findet Frau überhaupt nicht gut? Ich bin ja froh, dass es erst nächstes Jahr ist und nicht schon dieses. Ja, ich hätte aber auch schon andere Felgen gefunden. Also ich hätte schon Felgen auch in 18 Zoll. Die wären schon auch bombastisch. Genau, dann habt ihr jetzt ein Update zum Video, zum Fahrzeug bekommen. Der Innenraum wird auch erstmal gleich bleiben. Das habe ich aber, glaube ich, schon in den 2 Videos davor gesagt, dass der Innenraum erstmal gleich bleiben wird. Ich hatte wirklich Probleme. Weil ich habe überall so Folienfetzen im Auto liegen. Ich habe wirklich Probleme gehabt, das geheim zu halten, dass er schwarz bleibt. Ich habe es im Livestream angesprochen, dass er schwarz wird. Habe ich mich natürlich verplappert. Kennt ihn? Deswegen immer schön in den Livestream, da kriegt ihr die Spoiler und die guten News. So ist es nämlich. Also ich spoilere echt viel im Livestream. Das ist wirklich so. Jeden Sonntag 19 Uhr. Eigene Werbung kurz. Genau so. Ja, auf jeden Fall wird er schwarz. Und ich freue mich sehr drauf. Und eigentlich kann ich es ja auch sagen, für die Leute, die ein bisschen länger gucken, es wird ein Design in schwarz-matt draufkommen. Also das Auto wird schwarz glänzen, das Design wird in schwarz-matt. Wird was Dezentes, aber was Hübsches. Hoffe ich zumindest. Gut. Genau, auf jeden Fall ist das Update gewesen. Ich weiß, ich konnte euch heute nicht sehr viel zeigen. Ich würde es auch echt gerne machen, dass wir ein bisschen Carbon machen, während ich foliere. Das wäre bestimmt eine super Sache. Aber ich weiß genau, in diesem Moment wird es dann nichts. Und deswegen fühle ich das lieber still und heimlich in meinem Kämmerchen. Von 600 Quadratmeter. Wir müssen es einfach mit versteckter Kamera machen, dass du es gar nicht weißt. Ich drücke mal auf Aufnahme. Dann mache ich es. Super. Genau. Also ich melde mich dann, mit dem melde ich mich erst wieder, wenn er foliert ist, wenn wir dann einen Service machen und das komplette Design drauf ist. Wörthersee fällt ja flach. Schauen wir mal mit Reloaded im September. Hätte ich Bock drauf. Und schreibt mal eure Meinung zur Farbe in die Kommentare. Ich weiß, sehr simpel, dafür, dass ich so viel Hype drum gemacht habe, aber es waren so viele Farben im Gespräch. Und so viele Sachen, wo ich gesagt habe, hey, fände ich cool. Frau hat wieder was ganz anderes gesagt. Habe ich aber nicht als gut empfunden. Und jetzt ist es einfach dezent. Dunkelrot mit Grau wäre toll gewesen. Dunkelrot mit Grau ist nicht gut. Das haben auch viele Leute in den Kommentaren geschrieben. Ich bin nicht die Einzige. Du bist Mainstream.
Bist du. Alles klar, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht. Habt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ich schon gesagt habe. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Nacht. Tag, Abend oder Nacht. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.